Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der American Truck Simulator. Immer noch nur Level 20. Ein Trauerspiel, sag ich euch, ein Trauerspiel. So, wenn wir mal gucken, wie es aussieht mit Tanken und Schlafen. Wobei Tanken müssen wir gerade hier noch nicht. So weit sind wir jetzt noch nicht gefahren. Day. So, Bett sieht tatsächlich relativ müde aus. Ist es günstig? Ja, komm, wir könnten hier durchaus mal schnell hier hinfahren. Ob es sich lohnt? Es ist jetzt 3:14 Uhr. Nee, wir machen mal nicht. Machen wir mal nicht. Wir pennen mal irgendwann in der Mission. Wenn es noch dunkel wird oder so. Okay, das heißt Frachtmarkt. Mal gucken, was da geht, wo wir gerade sind. Irgendwas nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ah, oh. Das ist doch perfekt. Ist es auch gerade mal 4 Tonnen? Easy. Akzeptiert. Nehmen wir. Direkt gekauft. Aber sowas von. Das ist genau meine Rede. So, wir kommen jetzt hier am dümmsten raus. Wobei, sieht relativ gut aus. Hä? Moment mal. Hat er unseren LKW gedreht? Wir sind doch so rum reingekommen. Der hat unseren LKW gedreht. Das ist aber lieb von ihm. Sehr nett. Okay, mit dem Container da vorne haben wir ja gekuschelt gehabt. Da war ich noch genau wie, als wenn es gestern gewesen wäre. Wie bei der Feuerwehr. So. Alter, was war das denn gerade schon wieder? Nein, wird gerade rot, ihr Schweine. Was ist hier noch schon wieder los? Warum haben die NPCs so eine Probleme damit, da rechts abzubiegen? Sobald die Ampel rot ist. Das ist so komplett useless. Die hält den gesamten Verkehr auf. Oh. Stephanie direkt gekündigt. Wenn nicht, gibt es Schaller. Ja, der merkt es schon, wie gesagt. Also, die Linksabbieger, wenn er richtig gewesen wären, die hätten wir locker gestriffen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen weiter ausschwenken. Nein, machen wir. Na gut, hier ist falschspurig. Hier wird kein Problem gewesen. Ja,
Schon wieder so ein Ding hier. Ich muss ja hier an den Punkt, ne? So, Frachtmarkt annehmen. Ach, okay. Zum Glück merken die, dass man lange Auflieger hat und machen es einen relativ einfach. Oder wir hatten einfach nur Glück. Die wenden sogar extra für uns, wirklich. Okay, das heißt ja, mit diesem extrem langen Auflieger haben wir echt Bonuspunkte. Er wendet für uns, wir haben leichtere Einparkoptionen. Schön. Schön. Gut, andererseits für so einen riesen Auflieger, das bisschen Fracht, das kann man auch einfach so in die Handtasche packen, das Ding. Ready to ah, ja. Nice. Ja, da ist frei. Na, no, da aber nicht. Na komm, fahrt, das ist frei. So, 700 Meilen. Okay. Oh, schöne Wolken. Schönes Wetter. Sehr schönes Wetter. Sehr schöner LKW. Sehr schöner LKW. Oh mein Gott, Alter. Kannst du ja richtig hier. Kannst du ja richtig hier. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Bam. Halt. Falsche Tasten. Das hier. Das ist doch die perfekte Szenerie. Puh. Ah, schön Himmel sehen. Warum bin ich so weit oben? So, okay, das ist ein bisschen sehr tief. Schon so wie ein normaler Mensch, ne? Also ungefähr so hier. Knips. Ja, aber bin ich in der Arme oder was? Was ist los mit der Kamera? Halten die wieder, wieder jetzt da. So, so. Jetzt bist du weit weg. Ja, so schon besser. Ich muss ja aber nicht hoffen, die Unschärfe rausnehmen. Ist ein bisschen, die hinteren Achsen sind komplett verschwommen einfach. Ah, einfach mal komplett rausnehmen. Weil komplett das wieder blind. Machen wir mal ein bisschen. Also mal so. Let's go. Hallo? Danke. Straight on.
Yay, Einkommen. So, haben wir hier relativ weite Strecke? Ah, ne. Okay, gut. Dann kann gucken, ob wir hier eine Waffe von Geschwindigkeiten erreichen. Aber da vorne müssen wir wieder hart lenken, von daher. Bleiben wir lieber im Speedlimit. Bringt hier eh nichts. Wir wissen ja, dass der LKW auf jeden Fall so mindestens 80 km/h schafft. MPH. Wobei das auch mit relativ großer Ladung war. Jetzt haben wir ja wesentlich weniger. Das heißt, jetzt könnten wir wahrscheinlich locker die 90 knacken. Aber ich glaube, die 100 knacken wir trotzdem nicht. Also, dazu versuchen dürfte nicht viel bringen. Und da vorne los. Picknick machen könnte er woanders. Aber ganz schön leise, denn eigentlich müsste man in der Kameraposition super lautes Rollgeräusch hören. Turn right. Ernsthaft? Seht ihr mich gerade vor der Nase, vor die Spur? Da vorne. Süß. Hey. Du undankbarer Bastard. Vergewaltigter Typ, einfach meine Kamera. Und der meine Nervenkostüme.
Oh. Oh oh, nein, 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 nein. Oh! Wo kommen jetzt die Schilder her? Oh. Wieso? Oh. Der Typ schrift, sieht man gar nicht, was der LKW macht. Vielleicht liegt es da, vielleicht liegt es daran, dass ich mich darauf nicht konzentriert habe, sondern eher auf die Gebüsche, aber hey. Das sind Details. Ups, ja. So, wir müssen nach links und dann noch weiter nach links. Hier bei solchen Sachen habe ich immer Angst wegen Bundfreiheit. Aber. Ist wahrscheinlich schon wieder mehr Panik als angebracht wäre. Naja. So, da vorne müssen wir noch nicht nach links. Aber dann hinter der. Also. Nach der Autobahn. Also trotzdem schon mal hier einfädeln. Guck, wie der erst fährt und dann aber stehen bleibt. Das ist halt so sinnfrei. Nee, nee. Oh. Wollte ich gerade den Symbol sehen und meine Druckluft anzeigen. Ich spiele jetzt privat. Habe ich mir was ganz Krankes getraut. Und zwar spiele ich jetzt privat mit manueller Steuerung und mit realistischem Druckluftsystem. Ich glaube, das werden wir hier beim Let's Play nicht machen. Vielleicht so als Folge 100 Special oder so, keine Ahnung. Und dann vielleicht halt eine Folge lang oder so, mal gucken. Aber ich meine, im Let's Play immer warten, bis sich der Druck wieder aufgebaut hat. Weil jetzt zum Beispiel könnte man nicht mehr losfahren, weil wir zu wenig Druck im Tanksystem haben. Daran merkt man schon, dass Handbremse benutzen vielleicht nicht so eine gute Idee ist, wenn man 12 Achsen hat und damit der gesamte Druck verloren geht. Sobald man einmal die Handbremse löst. Anliegt. Aber. Guck mal jetzt hier einmal. Und Druck komplett raus. Und das wäre natürlich. Müsste man jetzt erstmal warten, bis der Motor den gesamten Druck wieder aufgebaut hat. Das im Let's Play. Jetzt würde wahrscheinlich einfach zu sehr die Fahrt rausnehmen. Über manuelle Steuerung, also manuelle Gangschaltung könnte man reden. Das kann man auch im Let's Play machen. Ist immer für den Lacher gut. Wenn du dich wunderst, warum du nicht schneller als 20 fährst und dabei immer noch im ersten Gang hängst. Aber ich glaube mal, realistischer Druckluftsystem
ist dann doch zu viel des Guten. Vor allem, man sieht ja, wie hochtourig der Motor jetzt gerade ist und wie langsam sich der Druck erst aufbaut. Also, da musst du dann wirklich immer in den Neutralgang schalten, den Motor ans Limit bringen und dann musst du trotzdem noch 5 Minuten warten. Deswegen kann man auch realistisches Druckluftsystem mit automatischer Steuerung kannst du quasi gar nicht machen, weil wenn du losfährst, also angesagt, den Motor einfach hochdrehen lassen kannst du dann gar nicht, weil du kannst ja nur Gas geben und dann würde er auch automatisch einen Gang einlegen, das heißt, du würdest dann losfahren wollen, was du in dem Moment gar nicht möchtest, weil die Bremsen ja noch anliegen. Und deswegen brauchst du da wirklich die manuelle Steuerung, damit du halt einfach in den Neutralgang gehen kannst und den Motor hochprügeln kannst, ohne dass der LKW losfahren möchte dabei. Um damit halt die Druckluftpumpe zu fordern. Oh, wir fahren ja zu schnell. Na komm, let's go. Mal gucken, ob wir die 90 knacken. Problemlos. Bup, da haben wir doch. Und eben in der automatischen Steuerung, da könntest du halt nur irgendwo rumstehen und dann halt auf Standgas und in Standgas die Druckluft zu erreichen, also den Druckpegel, den du da brauchst. Alter, ich habe ja fast 100, was ist denn los hier? Das ist dann wirklich, das dauert sehr, sehr lange. Also, lol, erreichen wir einfach mal hier fast die 100. Meine Fresse, was geht denn hier ab? Okay, bei 96 ist unser Feierabend. Aber wenigstens haben wir bei weitem die 90 geknackt. Und schon brechen wir wieder zusammen. Aber trotzdem, ist schon geil, ne? Ah, ich glaube, also viel mehr als 90 ist halt wirklich nicht drin. Weil das Problem ist halt, wir sind bereits im 18. Gang. Das heißt, der Motor ist einfach in so hohem Drehbereich, dass er selber halt kaum noch Drehmoment bringt. Und wie gesagt, allein der Rollwiderstand von dem Auflieger ist halt so hoch, dass selbst ohne Last ab 90 ist halt kaum noch was möglich. Wenn wir halt noch mehr Gänge hätten nach oben hin und der Motor damit wieder in dem idealen Drehzahlbereich gehen könnte, dann könnten wir vielleicht auch locker die 100 knacken. Ja? Ich meine, viel mehr wäre da trotzdem nicht drin, aber dann könnten wir wenigstens die 100 vielleicht knacken. Aber halt mit dem 80-Gang-Getriebe, was wir jetzt drin haben,
ist es halt leider so nicht möglich. Ich meine, man muss auch einfach mal da denken, wie gesagt, wir fahren jetzt hier fast 100 mph. Das sind weit mehr, also auf jeden Fall mehr als 150 km/h. Also wir haben schon auch die Speed drauf. Ah, keine Frage, ja. Ich meine, man sieht ja, wie wir hier rumraten. Also ist ja schon Formel 1 reif. Ich weiß gar nicht, ob Auflieger überhaupt für so viel zugelassen ist. Ja, leider sieht man hier kein Schild. Naja. Weil ich glaube nicht, dass der Auflieger für 100 mph zugelassen ist. Das wage ich dann doch ein bisschen zu bezweifeln. Vor allem, weil er mittlerweile hinten rumeiern dürfte, ja schon, oder? Wobei geht noch, der liegt relativ stabil in der Spur. Oh, doch, okay. Oh, Entschuldigung. Soweit wollte ich dann eigentlich nicht nach rechts ziehen. Ja, doch, der liegt sauber in der Spur. Guck mal. Da kann ich auch rumeiern, wie ich möchte. Cool. Weil ich meine, dass der Auflieger selber sauber in der Spur liegt. Das war mir schon klar. Was meistens Probleme macht, ist das letzte Teil. Das hier. Dass er dann anfängt rumzuflattern. Weil er halt selber relativ leicht ist. Und aber halt einfach aufgrund der Physik relativ viel Schwungmasse hat hinten. Und dementsprechend das denn meistens das ist, was als erstes dann ausbricht. Und er dann wiederum auch den Hänger mitziehen kann. Aber ich meine, man hat das halt gerade gesehen, wie sauber der in der Spur liegt. No problemo. Aber es wäre so schön zu sehen, dass er hier auch mit den ganzen Auf und Ab, wo wir jetzt gerade hier ein bisschen drüber fahren, immer noch so locker die 90 halten kann. Ja, komm, du Hure! Oh. Mann, oh. Das geht doch gerade so schön bergab. Diesen einen MPH hättest du nur noch checken können. Kackspiel. Direkt deinstallieren. Direkt auf CD brennen und die CD jetzt zerbrechen. Gronk-Style. Gut, also nach der Mission müssen wir auf jeden Fall pennen gehen. Wobei, nee, wir müssen noch während der Mission pennen gehen. Wir haben ja noch 7 Stunden vor uns. Dann müssen wir mal gucken, wann die nächste Dings da kommt, ne? Tanken können wir dann auch gleich. Aber ich meine, wir sagen, auf gerader Strecke erreichen wir 96 mph. Und selbst wenn es bergab geht, schaffen wir gerade mal 99 mph, also gerade mal 3 mph mehr. Und daran siehst du, dass es gar nicht an der Last liegt, die der LKW zu tragen hat, sondern wirklich einfach daran, dass halt der Drehbereich vom Motor halt zu Ende ist. So, hier gehen wir mal runter. Und dann schauen wir mal, ob wir am besten nach links oder nach rechts fahren. Ist beides gleich. Wobei, das sieht doch etwas Access, ja, wobei... Hier ist wahrscheinlich eine relativ große Fläche. Ich glaube, wir nehmen mal doch die rechte Seite. Wow. So stark wollte ich jetzt nicht runterbremsen. Digga, was ist hier los? Von 90 auf 30 mph in einer Sekunde. Klaro. Hier sind natürlich schön enge Kurven. Da ist alles frei. Läuft.
So, tanken, pennen gehen, passt doch. Wir haben noch 27, easy. Genug Reserve haben wir dafür. Und, ne, gut abgepasst, jetzt wird es auch gerade dunkel. Folge ist auch gerade zu Ende. Läuft doch. Können wir hier rein? Ja, auf die Saal. Ich glaube, wir sollten eigentlich nicht rein. Irgendwie sieht es hier falsch aus. The fuck? Gut, dann machen wir einmal hier eine schöne 72 Grad Kurve. Ungefähr so. Oh, wobei wir nehmen mal lieber den hier. Wobei. So weit, wie ich die Kurve genommen habe, hätte ich doch den anderen nehmen können. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier wieder pennen können und nicht so wie beim letzten Mal, wo wir erstmal ein paar Slots gefunden hatten, wo man nicht pennen kann. Wobei, hier gibt es 4 Stück, da sollten wir locker einen finden. Weißt du was, wir fahren mal hier wieder rauf, rückwärts, mit dem Auflieger ein leichtes. Ach scheiße, die Poller sind da im Weg. Oha. Oh, wobei geht. Hinten ist noch relativ gerade. Und vorne sieht auch noch alles gut aus. Gut. Ach so, ich dachte, wir können uns hier einpendeln. Aber wir müssen noch weiter vor. Das wird doch wieder nichts. Da, schön über den Bordstein. So, wir sind jetzt hier komplett drauf mit dem Auflieger, ne? Ich glaube, wir sind zu groß. Gut, gucken wir in der nächsten Folge. Das wird auf jeden Fall erstmal nichts, wie man sieht. Das kann also wieder eine Stundenaktion werden. Bis dann.